Ich grüße Sie auf meinem Kanal. Heute werde ich Ihnen die besten Workstation-PCs vorstellen. Ich gehe auf die Eigenschaften der einzelnen Modelle ein und zeige Ihre Vor- und Nachteile auf. Es wird interessant sein. Los geht's! Beim Testen des HP Pro Tower 400 G9 wurde schnell klar, dass dieses Gerät für die professionelle Nutzung konzipiert ist. Die Kombination aus Intel Core i7 Prozessor und der Nvidia T400 Grafikkarte bietet eine solide Leistung für alltägliche Aufgaben und einige spezifische professionelle Anwendungen. Besonders hervorzuheben ist der reichliche Arbeitsspeicher und der schnelle SSD-Speicher, die gemeinsam für ein flüssiges Arbeitsumfeld sorgen. Ein Blick auf mögliche Nachteile zeigt, dass die Grafikkarte zwar für grundlegende professionelle Anforderungen und Multitasking ausreicht, jedoch für hochintensive Grafikanwendungen oder modernste Spiele möglicherweise nicht die beste Wahl ist. Zudem könnte der DDR4 Arbeitsspeicher im Vergleich zu den neueren DDR5 Modulen für manche als ein Kompromiss in puncto Zukunftssicherheit und Geschwindigkeit gesehen werden. Im Vergleich zu anderen Desktop-PCs in seinem Segment bietet der HP Pro Tower 400 G9 eine bemerkenswerte Balance zwischen Leistung, Erweiterbarkeit und Kosteneffizienz. Seine Erweiterungsoptionen, insbesondere die Möglichkeit, den Arbeitsspeicher und den Speicher leicht zu erhöhen, machen ihn zu einer attraktiven Wahl für Unternehmen und Profis, die eine zuverlässige und langfristige Investition suchen. Zusammenfassend ist der HP Pro Tower 400 G9 für professionelle Nutzer gedacht, die einen zuverlässigen, leistungsfähigen und erweiterbaren Desktop-PC suchen. Sie möchten den Preis dieses Modells erfahren oder Kundenrezensionen lesen? Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit mit der Suche. Schauen Sie stattdessen in die Beschreibung dieses Videos. Ich habe Amazon-Links für jedes Modell in meiner Auswahl hinzugefügt. Dort werden Sie alles finden, was Sie interessiert. Als jemand, der ständig auf der Suche nach leistungsstarker Hardware ist, habe ich die Captiva Workstation i74614 unter die Lupe genommen und möchte meine Eindrücke mit dir teilen. Dieses Gerät, ausgestattet mit einem Intel Core i7-13700F Prozessor und einer Nvidia T1000 Grafikkarte, verspricht eine solide Leistung für kreative Profis und Technikenthusiasten. Auf den ersten Blick überzeugt die Workstation mit einer beeindruckenden Konfiguration. Der 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher in Kombination mit der schnellen 1000 GB SSD sorgt für flüssiges Multitasking und schnelle Ladezeiten bei anspruchsvollen Anwendungen. Jedoch könnte für manche Anwender der Arbeitsspeicher knapp bemessen sein, besonders bei aufwendigen 3D-Modellierungsprojekten oder beim Bearbeiten von hochauflösendem Videomaterial. Ein Vergleich mit ähnlichen Modellen zeigt, dass die Captiva Workstation in ihrer Preisklasse gut mithalten kann, besonders durch die Balance zwischen Prozessorleistung und Grafikkapazitäten. Die Nvidia T1000 Grafikkarte mit 8 GB bietet genügend Leistung für professionelle Design- und Videobearbeitungssoftware, obwohl es leistungsstärkere Alternativen auf dem Markt gibt. Zusammenfassend ist die Captiva Workstation für Nutzer geeignet, die eine zuverlässige Maschine für Grafikdesign, leichte bis mittelschwere Videobearbeitung und 3D-Modellierung suchen. Setze ein Like und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Videos verpasst. Teilen Sie Ihre Meinung mit und stellen Sie Fragen in den Kommentaren. Als jemand, der gerne die neuesten und besten Technologien testet, war ich besonders gespannt auf die HP Z2 Mini G9 Workstation. Ihr kompaktes Design und die leistungsstarke Hardware machen sie zu einer faszinierenden Option für Profis. Die Hauptmerkmale sind definitiv die beeindruckende Leistungsfähigkeit, gepaart mit der kleinen Statur, die es ermöglicht, sie fast überall zu platzieren, ob hinter einem Monitor oder sogar unter einem Schreibtisch. Trotz ihrer Stärken muss ich erwähnen, dass das Gehäuse ein Magnet für Staub und Fingerabdrücke zu sein scheint. Ein kleiner Nachteil, der aber bedacht werden sollte, wenn das äußere Erscheinungsbild des Arbeitsplatzes wichtig ist. Zudem könnte die Reinigung für einige Nutzer lästig werden. Ein entscheidender Vorteil gegenüber ähnlichen Modellen ist die Möglichkeit, die Workstation einfach zu skalieren und aufzurüsten. Die Z2 Mini G9 bietet einfache Zugänglichkeit und ein werkzeugloses Innendesign, was bedeutet, dass du Komponenten wie Speicher und GPU leicht austauschen kannst. Diese Flexibilität unterscheidet sie von vielen anderen Mini-Workstations auf dem Markt. Abschließend kann ich sagen, dass die HP Z2 Mini G9 Workstation perfekt für diejenigen ist, die hohe Leistung in einem kompakten, flexibel einsetzbaren Format suchen. Als jemand, der das Glück hatte, die Dell Precision Tower 5860 Workstation ausführlich zu testen, möchte ich meine Erfahrung mit dir teilen. Dieses Kraftpaket ist speziell für anspruchsvolle Projekte konzipiert und bietet dank seines Intel Xeon W3 2423 Prozessors und der Nvidia T400 Grafikkarte eine beeindruckende Leistung und Grafikqualität. Mit 32 GB Arbeitsspeicher und einer soliden 1000 GB SSD bietet es nicht nur reichlich Platz für deine Daten, sondern auch eine schnelle und effiziente Verarbeitung.
Einer der wenigen Nachteile, die mir aufgefallen sind, ist der Preis, der für einige vielleicht ein wenig steil sein könnte. Insbesondere wenn man bedenkt, dass man für spezialisierte Anwendungen eventuell zusätzliche Hardware benötigt. Auch die Größe und das Gewicht der Workstation könnten für kleinere Arbeitsbereiche oder für diejenigen, die Wert auf Mobilität legen, ein Hindernis darstellen. Im Vergleich zu ähnlichen Modellen auf dem Markt sticht die Precision Tower 5860 Workstation durch ihre Erweiterbarkeit und Konfigurierbarkeit hervor. Sie bietet eine Vielzahl von Anpassungsoptionen, von verschiedenen Prozessoren bis hin zu zusätzlichen Grafikkarten, was sie zu einer ausgezeichneten Wahl für Fachleute macht, die spezifische Anforderungen an ihre Arbeitsstation haben. Die Möglichkeit, die Workstation horizontal zu orientieren oder sogar in einen Rack zu montieren, bietet zusätzliche Flexibilität in der Aufstellung. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Dell Precision Tower 5860 Workstation eine exzellente Wahl für professionelle Anwender ist, die eine leistungsstarke, anpassbare und erweiterbare Lösung für ihre Computing-Anforderungen suchen. Ich hatte kürzlich das Vergnügen, die Lenovo ThinkStation P3 Tower Workstation zu testen und ich muss sagen, dass sie meine Erwartungen übertroffen hat. Dieses Modell, ausgestattet mit einem Intel Core i7-13700K Prozessor und einer Nvidia RTX A4000 Grafikkarte, bietet herausragende Leistung für professionelle Anwendungen. Der großzügige Arbeitsspeicher von 32 GB und die schnelle 1000 GB SSD sorgen für flüssiges Arbeiten, auch bei anspruchsvollen Projekten. Ein Nachteil könnte jedoch sein, dass trotz der beeindruckenden Leistung und Erweiterbarkeit die Kosteneffizienz für einige Benutzer nicht optimal sein könnte, besonders im Vergleich zu einigen Konkurrenzprodukten. Außerdem könnte die Größe der Tower Workstation in kleineren Arbeitsumgebungen oder für Anwender mit eingeschränktem Platzangebot eine Herausforderung darstellen. Im Vergleich zu ähnlichen Workstation auf dem Markt sticht die ThinkStation P3 Tower besonders durch ihre hochwertigen Komponenten und die Fähigkeit hervor, komplexe Aufgaben reibungslos zu bewältigen. Ihre Konfigurierbarkeit und Erweiterungsoptionen machen sie zu einer attraktiven Wahl für professionelle Anwender, die Wert auf langfristige Investitionen legen. Zusammenfassend ist die Lenovo ThinkStation P3 Tower eine hervorragende Wahl für Fachleute in den Bereichen Design, Engineering und Videoverarbeitung, die eine zuverlässige, leistungsstarke Workstation suchen. Als jemand, der ständig nach der perfekten Balance zwischen Leistung und Flexibilität in einer Workstation sucht, war ich begeistert, die HP Z2 Tower G9 Workstation auf Herz und Nieren zu prüfen. Dieses Kraftpaket bietet mit seinem Intel Core i9 Prozessor und der Nvidia RTX A4000 Grafikkarte eine beeindruckende Leistung. Besonders hervorzuheben ist die Kombination aus Geschwindigkeit, Grafikleistung und der Möglichkeit, problemlos zu multitasken, was für kreative Profis und Technikenthusiasten ideal ist. Ein Blick auf die weniger glänzenden Aspekte zeigt jedoch, dass diese Workstation durch ihren hohen Energiebedarf und das relativ große Gehäuse nicht für jeden Raum geeignet ist. Das kann besonders in kleineren Arbeitsumgebungen oder bei einem knappen Budget für Stromkosten eine Herausforderung darstellen. Im Vergleich zu ähnlichen Modellen auf dem Markt sticht die HP Z2 Tower G9 Workstation durch ihre außergewöhnliche Erweiterbarkeit und Anpassungsfähigkeit hervor. Obwohl viele Workstations hohe Leistungen bieten, ermöglicht die Flexibilität dieses Modells in Bezug auf Upgrades und Anpassungen an spezifischen Arbeitslasten eine deutlich individuellere Nutzungserfahrung. Diese Erweiterbarkeit, gepaart mit der Unterstützung durch HP Anywhere für sicheres und einfaches Fernarbeiten, verleiht ihr einen deutlichen Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Zusammenfassend ist die HP Z2 Tower G9 Workstation eine ausgezeichnete Wahl für Profis und Kreative, die eine leistungsstarke, erweiterbare und anpassungsfähige Lösung suchen. Und hier kommen wir zum letzten Teil der Bewertung. Vergessen Sie nicht, dass Sie in der Beschreibung unter diesem Video Links zu allen Modellen aus meiner Bewertung finden. Wenn Sie diesen Videobericht nützlich fanden, unterstützen Sie mich bitte mit einem Like. Ihre Kommentare helfen, den Inhalt noch besser zu machen, also zögern Sie nicht, Ihre Gedanken mit mir zu teilen. Und natürlich solltest du meinen Kanal abonnieren, damit du keine neuen Folgen verpasst. Bis bald!